bitte nicht abschrecken. Bei jedem Wetter und so oft es geht, sucht er den Himmel ab nach diesen seltenen Greifvögeln. Mit ihren 2,5 Metern Flügelspannweite sind sie die größten in Mitteleuropa. Die Vögel faszinieren mich schon von klein auf an. Ich finde das einfach schön, diese Tiere nur so zu beobachten. Ob das jetzt hier ist oder eben am Horst, wenn sie ihre Jungen füttern oder beim Jagen. Diese Möglichkeiten gibt es ja auch. Wenn man einmal den Vogel aus nächster Nähe betrachtet hat über längere Zeit, man bekommt ja da eine Menge mit über das gesamte Verhalten dieser Tiere. Dann ist man entweder fasziniert oder man lässt es sein. So, und ich bin einfach. Eddie hat sich ein Beobachtungsversteck gebaut, um den Tieren ganz nah zu sein und ihr Verhalten zu verstehen. Und er will, dass sich hier neue, erwachsene Seeadler ansiedeln. Wieder mal nichts los hier. 12 Grad minus. Tagelang hat es geschneit. Die Kälte ist unangenehm, aber auch ganz nützlich. Denn dann finden die Seeadler wenig Nahrung. Freddy hofft, dass er sie jetzt besser vor sein Spektiv, ein Spezialfernrohr zum Tiere beobachten, locken kann. Er hat extra Futter für sie ausgelegt. Tote Fische und ein totes Reh. Wollen wir noch mal gucken, was die Piepmätze machen. Ja. Also manchmal dauert es Tage, wirklich. Je nachdem, wie deren Appetit ist. Die müssen ja uns nicht den Gefallen tun. Aber wenn sie hungrig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie beobachten kann, relativ hoch. Und gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist es ja ideal, weil sie ja doch alle irgendwo Hunger haben. Am liebsten fressen sie Fische, wenn man die dann hier serviert am Eis oder so. Oder eben auch tote Tiere, überfahrene tote Tiere. Also Aas sind ja letztendlich Aasfresser. Und so kann man das dann ganz geschickt machen. Und dann stellen die sich schon ein mit anderen Vögeln zusammen, mit Kolkraben oder Elstern, Raben, Krähen. Die vielen anderen Vögel stören nicht. Im Gegenteil. Seeadler können aus über 5 Kilometer Entfernung eine Maus erkennen. Eine Schar fressender Kolkraben übersehen sie also erst recht nicht. Freddy sitzt jetzt schon 6 Stunden in dem engen Versteck, als er endlich einen Seeadler in einem Baum entdeckt. Zwei weitere Seeadler sind in der Nähe von Freddys Futterstelle gelandet. Auch diese sind Jungtiere, was Freddy an ihrem braun gescheckten Gefieder und dem dunklen Schnabel sofort erkennt. Und dann gesellt sich der Seeadler aus dem Baum noch zu ihm. Lange wurden Seeadler in Deutschland gejagt. Erst seitdem sie unter Schutz stehen, nimmt ihre Zahl wieder langsam zu. Aber Menschen sind für sie immer noch Feinde. Ja. Mist. Eine Bewegung zu viel und schon sind sie weg. Das kriegen die ganz genau mit. So ein Mist. Ja, Platz ist leer. Dann endlich. Freddy sitzt nun schon den 3. Tag ohne Unterbrechung in seinem Versteck. Jetzt kommt er. Das ist ein alter Seeadler. Zu Fuß. Der totale Stilbruch. Und ein Jungvogel. Wie aus dem Nichts. Er hält sich gleich zurück. Da sieht man mal gleich, wie dominant die Altvögel sind. Ah ja. Acht Seeadlerpaare leben hier im Naturpark Feldberg. Aber nur selten konnte Freddy bisher erwachsene und junge Seeadler zusammen beobachten. Die Jungen haben immer großen Respekt vor den Alten.
Erst als sich die Adler sicher fühlen, beginnen sie zu fressen. Ich denke mal nicht, dass die Adler durch Schneetreiben abgeschreckt werden. Aber bei Schneetreiben haben sie natürlich Probleme, Futter zu finden. Und dann sind sie eher noch auf der Suche, wenn es jetzt tagelang geschneit hat. Dann fliegen sie umher und suchen irgendwo Fallwild oder überhaupt nach Beute. Weil die sind ja dann einfach eingeschränkt in ihrer Jagdweise. Und dann greifen sie natürlich auf tote Tiere eher noch zurück als in einer anderen Jahreszeit. Wo dann zum Beispiel im Sommer, wenn dann Nahrung im Überfluss vorhanden ist, wo es dann Fische gibt und Säugetiere und auch mal tote Tiere. Mit der Fütteraktion will Freddy erreichen, dass erwachsene Seeadler sich an die Vollverpflegung gewöhnen, sich sicher fühlen und hierbleiben. Auch wenn ihnen natürlich nicht verborgen bleibt, dass sie jemand aus dem Versteck beobachtet. Zwei Monate später. Einige Seeadler sind im Revier geblieben. Guck mal, AJ, den Baum hier, den habe ich mir ausgesucht. Komm mal mit. Ja. Freddy gibt sich mit dem ersten Erfolg nicht zufrieden. Freddy will mehr. Mehr Seeadler. Sie sollen hier ungestört brüten und Nachwuchs großziehen. Ich habe jetzt vor, hier raufzusteigen. Und eine schöne Horstunterlage zu schaffen für den Seeadler. Freddy und seine Freundin Angie haben sich die höchste Fichte ausgesucht. In 18 Metern Höhe will er den Bauplatz für einen Seeadlerhorst vorbereiten. Zum Glück kann der Ranger auch mit einer Bergsteigerausrüstung gut umgehen. Angie, kommst du bitte? Das ist gut. So. Das sind jetzt hier Steigeisen. Ganz einfache Dinger. Die brauche ich aber, um diesen glatten Stamm hier erstmal hochklettern zu können. Weil im unteren Bereich sind hier kaum Äste. Und da macht sie das mit so einem scharfen Steigeisen natürlich viel besser. Also, ich versuche jetzt hier mal hochzugehen. Okay? Oh. Wie geht das mit dem Klettern? Einwandfrei. Gut. Und das ist ideal hier oben. Also, wenn ich Adler wäre, ich würde hier in diesem Nest einziehen. Spitze. Also das, was noch nicht da ist, aber das kriegen wir jetzt hin. Super, ja, da von einer Seite freien Anflug. Ideal. Hier so den Ast, den biege ich mir noch ein bisschen zurecht. Und der kommt hier noch rüber. Es piekt natürlich ein bisschen und ist leicht harzig. Aber ich habe hier eine Perspektive. Ich fühle mich schon fast wie ein Adler. Freddy will jetzt die Fundamente für den Horst in der Baumkrone montieren. Mit Seil und Umlenkrolle, wie sie Zimmerleute auf dem Bau benutzen, ziehen Freddy und Angie dicke Äste hinauf. Ganz schön schwer, was du da rausgesucht hast. Ich war sicher. Und noch mehr nachlassen.
Freddy muss die Fichtenzweige mit seiner Horstunterlage fest verknüpfen. Denn ein Adlerhorst kann so schwer wie 5 Erwachsene werden und soll bei Sturm nicht abstürzen. Am Ende hat Freddys Konstruktion einen Durchmesser von 2 Metern. Wunderbar. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann werde ich jetzt das Ganze noch ein bisschen auspolstern, damit so eine kleine Nestmulde entsteht. Und dann muss das erstmal reichen. Und dann werden wir mal abwarten. Abwarten, ob ein Seeadler, genauer ein Seeadlerpaar, sich für Freddys Horst interessiert. Von weitem ist der Horst für Menschen nicht zu entdecken. Nur so fühlen sich die Seeadler sicher genug, dass sie hier vielleicht auch brüten. Also wenn die Seeadler so einen Horst entdeckt haben, dann ziehen sie ihre Kreise am Himmel, walzen. Das ist dann immer ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass sie dieses Revier mögen, diesen Horststandort. Und dann geht es eigentlich auch schon los mit der Ausbesserung des Horstes.